alle kennt schwarze Löcher, Freunde, und die werde ich heute auch mal spawnen. Ich bin ganz gespannt, wie das Ganze funktioniert. Mit dieser Waffe, die ich hier in der Hand habe, soll man das Ganze machen können. Ich feuer einfach mal drauf. Und tatsächlich, irgendwas tut sich da. Irgendwas tut sich da. Okay, es ist ein schwarzes Loch entstanden, aber... Und das saugt jetzt da den McDonald's auf, oder was? Soll ich nochmal ein zweites Mal ein schwarzes Loch da aufmachen, oder was? Ja, oh mein Gott. Ja, das hier ist weg. Das ist weg. Das ist einfach komplett verschwunden. Wo ist das hin? Und jetzt ist einfach hier noch eins drinne. Oh mein Gott, guckt es bitte an. Guckt euch das bitte an. Es wird immer größer. Da die Lampen eingesaugt. Die Lampe auch. Das reißt gleich. Das Loch wird immer größer. Das hat so eine Kraft, ne? Ihr müsst euch das vorstellen. Das Schild oben. Bam, eingesaugt. Was kommt hier als nächstes? Ey, wir werden heute wirklich schwarze Löcher aufs Extreme testen. Ihr wollt das Video nicht verpassen. Deswegen guckt bis zum Ende, Freunde. Auf jeden Fall. Es kommen die krassesten schwarzen Löcher. Am Ende packe ich auch noch krasse Fahrzeuge aus, die auf jeden Fall auch schwarze Löcher dran haben. Wie eine Abrissbirne, die aber ein schwarzes Loch als Abrissbirne hat. Guckt euch bitte an, wie groß dieses schwarze Loch hier gerade wird. Alter, das ist ja der pure Wahnsinn. Der ganze McDonald's ist gleich verschlungen. Ihr seht es hier. Langsam aber sicher gräbt sich das schwarze Loch hier immer weiter, frisst alles auf, es wird immer größer. Du kannst gefühlt gar nichts mehr machen, ne? Guckt euch das an. Die ganze Welt wird davon einfach eingesaugt werden. Wie krank ist das? Und damit ist auch der ganze McDonald's eingesaugt. Wie krank! Ich habe natürlich nicht nur eine Waffe, die schwarze Löcher spawnen kann, sondern noch eine zweite. Und die ist auch sehr, sehr krass. Wir sind jetzt hier mitten in der Schule und ich wollte in der Schule... Oh, es schneit sogar draußen. Ich wollte in der Schule schon immer mal ein schwarzes Loch zünden. Deswegen gehen wir einfach mal in irgendeinen Klassenraum rein. Hier vielleicht in diesen hier. Nee, okay, das ist so ein Computerraum. Das ist dann der falsche. Aber irgendwo ist hier bestimmt ein Klassenraum. Hier, diesen Klassenraum. Ich zünde das Loch und... Was ist los? Was ist hier los? Wieso ist das alles grün? Sag mal, ich sehe gar nichts. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Und bam! Alter, ich glaube, das schwarze Loch, was gespawnt wird, ist einfach so riesig, dass ich da komplett drin aufgesaugt werde. Probieren wir einfach nochmal den normalen schwarzen Lochblaster von eben. Und so. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie das schwarze Loch sich immer weiter grummer, wie das alles einsaugt, wie das immer größer wird, Freunde. Guck mal, hier draußen auf dem Gang denkt man noch so, gar nichts los. Und dann das Regal. Das Regal fängt auf einmal an, nach innen eingesaugt zu werden. Oh mein Gott. Alter, hier werden irgendwelche Leute eingesaugt. Guck mal, das Blut siehst du nur. Was ist denn hier los? Guck mal, das schwarze Loch wird immer größer. Es wird immer mehr gefüttert. Hier dann der Boden. Unten der Schrank. Das schwarze Loch gräbt sich hier immer mehr durch. Jetzt gleich hier oben auch noch. Jetzt kommt sie gleich raus. Jetzt kommt der... Oh mein Gott, da kommt der Computer. Hier, die ganzen Stühle aus dem Raum. Die Wand. Das Regal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte das schwarze Loch nicht in der Schule zünden sollen. Guck mal, auch da gräbt es sich durch die Wand durch. Es wird immer größer, Freunde. Hier in diesem Raum, guck mal, selbst hier fliegen die ganzen Sachen. Hier in diesem Raum ist nichts mehr drin. Hier schon die Fenster komplett am verrückt spielen. Was haben wir noch? Hier, der Lehrer, nein! Der wurde aufgesaugt. Okay, naja, gut. Den habe ich sowieso nicht gemocht. Na, der macht Matheunterricht. Jetzt gleich garantiert der Typ. Guck mal, noch pennt er hier zwar. Noch schläft er da auf ganz entspannt. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange, Freunde. Ich sage euch nur eine Sache, wenn das schwarze Loch jetzt gleich immer größer wird. Alter, wie groß ist das schon? Wenn das jetzt immer größer wird, dann wird auch der Kollege Schnürschuh gleich eingesaugt werden. Oh mein Gott, es wird wirklich immer größer, ne? Guckt euch an, ich bin im schwarzen Loch drinne gerade. Alter, so sieht das da drin aus. Das sieht ja voll krank aus, wie so ein Unwetter. Hier sind noch so Teile von den anderen Lehrern. Raus hier. Hier der Stuhl und sowas, ne? Hier der Stuhl. Warte mal, da habe ich eine Idee. Ich mache, glaube ich, mal den hier. So, ich helfe mal ein bisschen mit, würde ich fast sagen. Oh Gott, nicht, dass ich hier selber noch eingesaugt werde. Hier die Teile, die werden einfach alle eingesaugt. Was haben wir hier draußen? Mach mal auf hier. Was ist hier? Wollte der hier schon die Treppe, den Boden einsaugen oder was? Ich hoffe mal nicht, ne? Guckt euch das an, das ist einfach eine riesige schwarze Wand. Hier auch der Lehrer, der wurde schon zerquetscht gefühlt. Da ist er. Da ist der Lehrer. Ich kann ihn vielleicht freimachen. Warte mal. Ich rette sie hier. Das ist meine Deutschlehrerin hier. Oder mein Deutschlehrer. Hier, komm. Weg mit dem blöden Stuhl. Ich rette sie. Keine Sorge. Kommen Sie mit raus. Kommen Sie mit raus. Ich kann ihn gar nicht rausziehen. Ich kann ihn nicht rausziehen. Weil das schwarze Loch so eine Power hat, ne? Keine Chance, hier irgendetwas zu machen. Guck mal, und es wächst und wächst und wächst. Selbst von oben, Alter, guck dir das an. Selbst von oben, Alter, das schwarze Loch hat hier fast die ganze Schule schon aufgefressen. Wie krank ist das? Also eine Lehre daraus zündet ein schwarzes Loch. Niemals bei euch in der Schule, denn sonst passiert genau das. Wobei schulfrei eigentlich auch cool wäre. Guckt euch mal bitte diesen Kran an, den ich habe, Freunde. Damit können wir einfach, ich muss hier kurz die Steuerung angucken. Okay, Arm erstmal ein bisschen hochfahren, so. Damit können wir einfach ein schwarzes Loch, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich saug mich damit ja komplett selber. Wo ist das schwarze Loch hin? Sag mal, das ist ja direkt kaputt gegangen. Oh, da hinten fällt es hin. Nein. Da ist es hingefallen. Oh Gott, ich gebe den Kran auf. Ich gebe den Kran lieber auf.
Wird er jetzt auch eingesaugt? Der Kran selber wird nicht eingesaugt, ne? Aber das schwarze... Oh, doch. Aua! Ich wurde auch... Au! Ich wurde auch eingesaugt. Au! Dieser Kran hier lässt alles, was um das schwarze Loch herum ist, hochfliegen. Guckt euch das bitte an. Hier, die Kugel geht in die Nähe von so Autos und das, die lässt es einfach hochfliegen. Alter, wie krass ist das denn bitte hier? Ich gehe auf die Autos. Guckt euch das bitte an. Oh nein! Oh nein! Wo fliegt die Kugel jetzt hin? Jetzt fällt hier aber alles hoch. Na warte, ich will auch mal fliegen. Und... Fluch! Oh, Alter, was fliegt da oben alles? Jetzt habt ihr das aber auch mal gesehen. Es gibt auch solche schwarzen Löcher. Was genau macht dieser Kran jetzt hier? Okay, der hat auf jeden Fall auch gut Power. Ich würde sagen, ich fahre damit einfach mal los. Was genau hat der für ein Loch vorne dran? Okay, der lässt die Sachen irgendwie um mich herum. Ich habe auch direkt schon die Kugel verloren. Der lässt die einfach alle in so einem Tornado rumdrehen oder so. Wie krank. Jetzt haben wir hier einfach ein stinknormal schwarzes Loch dran. So, und das wird auf jeden Fall alles aufsaugen, was hier in die Nähe kommt. Wow, das schwarze Loch spielt komplett verrückt. Okay, das war's, Freunde. Na gut, dann muss ich halt einfach selber eins feuern. Und wir haben hier diesen Generator. Ich feuere hier einfach mal auf irgendein Postauto drauf. Und ich würde sagen, wir nehmen hier das blaue. Wir nehmen das blaue Auto, so, zack, und gucken uns das ganze Spektakel an. Ich meine, jetzt hat er ja... Alter, guckt euch die ganzen Autos an hier, Freunde. Jetzt hat das schwarze Loch auf jeden Fall ordentlich was zu essen. Das sind die ersten Autos, die hier eingesaugt werden. Jetzt kommen hier gleich schon die nächsten. Das da, okay, dann hier drüben, das doch auch gleich. Ja, das war's. Oh, es wollte nochmal kurz raus, aber alles in Ordnung. Und das Loch wird immer, immer größer, ne? Ihr seht es selber. Was meint ihr, wenn das hier erstmal gleich rankommt an diese Größe? Wie groß das dann noch wird? Oder wenn das hier diesen riesigen Bulldog frisst? Warte mal, das können wir direkt mal probieren. Ich könnte probieren, mit dem Bulldog da jetzt reinzufahren oder in die Nähe. Vielleicht funktioniert das ja. Ich muss nur im richtigen Moment aussteigen, sag ich schon mal. Oh mein Gott, Alter! Habt ihr gesehen, wie schnell da der Bulldog auf einmal auf uns zukam? Der wollte direkt alles einsaugen und hier auch die Autos. Die Autos und der Kran, yo, was passiert hier? Alter, wie krank ist das denn bitte? Jetzt wird hier wirklich alles eingesaugt. Oh mein Gott, und da drüben ist ja nochmal so ein riesiger Parkplatz. Die ganzen Autos kann der ja auch nochmal einsaugen. Guck mal, wie das aussieht. Das nimmt irgendwann immer so eine komische Form an. Hier, einfach genug zu essen. Immer wieder so ein bisschen was von den Autos, ne? Immer wieder ein bisschen was von den Autos. Und das Auto hat da anscheinend Glück, weil das im Boden festhängt oder sowas. Aber von den Autos hier drüben bisher noch... Oh, ich habe nichts gesagt. Bisher noch nichts. Alter, jetzt saugt er hier aber die Geisterautos. Jetzt saugt er hier... Nein, nicht den neuen Lamborghini. Nicht den neuen Lamborghini, den mein Chef erst seit einer Woche hat. Bitte nicht den. Bitte nicht den neuen Lamborghini. Nein. Und guck mal hier, die ganzen Autos, die eingesogen wurden. Auch diese Autos hier werden einfach eingesogen. Wie krank ist das bitte? Was wird hier einfach gerade alles eingesogen? Alter, das ist ja der pure Wahnsinn. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man so ein schwarzes Loch wieder aufhalten könnte. Habt ihr dazu vielleicht eine Idee? Dann schreibt es mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie kann man sowas wieder aufhalten? Ich feuer jetzt einfach so ein schwarzes Loch mal mitten nochmal in die Menge rein. So, wir starten mit diesem Auto hier. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, das kann ja gar nicht glauben, was das hier zu essen bekommt. Guck mal, wie langsam der hier die Autos auffuttert. Das ist ja wirklich wie so ein riesiger, hungriger Typ. Guck mal da. Oh mein Gott, das wird immer größer. Das schwarze Loch wird immer größer. Es saugt alles ein. Alter, guckt euch an, was hier passiert. Es wird alles eingesogen. Was? Ey, Freunde. Und es fängt wieder an zu schwingen. Na, guck mal, ihr seht hier ganz leicht die Kante. Es fängt wieder an zu schwingen. Und guck mal, das ganze Essen. Nein, nicht der Bagger. Nicht diesen Bagger hier, Alter, so ein Riesenbagger. Oder hier, guck mal, der Hotdog, oder was ist das? Oh mein Gott, jetzt gleich wird der Bagger eingesungen. Oder ist der Bagger... Oh nein, was macht der Bagger? Vielleicht ist er auch zu schwer dafür, ne? Also ich meine, da muss das schwarze Loch, muss er schon eine dicke Kraft aufbringen, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Der Bagger macht die Schaufel runter. Aber wieso macht der Bagger die Schaufel runter? Was soll das, Bagger? Der muss hier auf jeden Fall... Nein! Der muss hier auf jeden Fall ordentlich Kraft aufbringen, damit das Ganze funktioniert, ne? Nein, jetzt sag nicht hier gleich diese Sachen. Stellt euch mal vor, das hier alles. Und dann das gefundene Essen hier. Das hier, Alter. Da kommen ja 10 Autos auf einmal. Die ersten Türme brechen hier ein, Freunde. Hier, der Turm hier ist gerade zusammengebrochen. Die Autos werden eingesogen, ne? Das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Turm hier... bis die Autos auch... Oh Gott, die Autos werden auch eingesogen. Jetzt wisst ihr schon, wie weit der ungefähr ist. Das heißt, bis hier geht der Radius schon. Der Turm! Der LKW-Turm. Und auch der wird eingesogen, Alter. Das ist gutes Essen gewesen. Oh mein Gott, ich hatte gerade, ich werde auch ein bisschen eingesogen. Aber jetzt hier die Autos als nächstes, oder was? Ja, mal gucken. Na, dafür braucht er noch ein bisschen. Oh, ich habe nichts gesagt. Doch, die Autos werden hier als nächstes eingezogen. Okay, wie sieht es bei denen... Wie sieht es mit den Sachen aus? Nein, nicht den weißen Lambo. Nicht den weißen Lambo, der war gerade neu.
Oh, der sollte doch gerade in die Werkstatt, sag mal. Okay, was haben wir mit diesem Transporterauto? Das könnte noch nicht hinhauen vom Radius. Aber ihr seht das, wie groß das schon ist. Und gleich trifft es hier auf dieses gefundene Fressen, ne? Auf diesen riesigen Autohaufen. Jede Sekunde muss das schwarze Loch auf diese Autos treffen, Freunde. Wirklich, der saugt hier alles ein. Der saugt sogar hier drüben schon die Fahrzeuge ein. Der Schredder kann auch schon nicht mehr richtig drehen, ne? Also, wir gucken mal. Also wirklich Schritt für Schritt. Der saugt hier wirklich auch diese ganzen, guck mal hier, die ganzen Autos. Die kriegt er alle nicht richtig eingesogen. Aber gleich hat er diesen riesigen Turm hier. Und da bin ich sehr gespannt, wie groß das da noch werden wird. Wow, was passiert, Freunde? Oh mein Gott. Die erste Charge von den Autos wurde gerade gezogen. Ey, oh mein Gott, das ist so krass, ne? Was hat der für eine Power? Und hier drüben der LKW wird auch gleich eingesogen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Oh, das nächste. Nein, das war's. Die nächsten Autos. Ihr seht jetzt schon, wie weit das schwarze Loch ist, ne? Das frisst sich jetzt hier immer weiter durch diesen ganzen Block. Hier, die ganzen Autos sind ready. Wow, guckt euch an, was passiert hier. Alter, die Autos werden immer weiter eingesogen, Freunde. Es gibt hier wirklich kein Entkommen mehr für jedes dieser Autos, ne? Die haben alle keine Chance. Das schwarze Loch wird immer größer, also das hat schon die Hälfte gefühlt weg. Naja, wobei die Hälfte nicht. Aber auf jeden Fall ein paar rein und hier fliegen direkt die nächsten Sachen rein. Jetzt hat es wirklich Hunger. Es wird auch diese Sachen auffuttern. Was können wir jetzt noch machen? Versuch mich mal wieder, Jüngchen. Ja, okay, mach ich. Bis dann erstmal, hau rein. Okay, Freunde, also das war mal ein schöner Tag bei meinem Opa und, Hey, du da. Was ist los? Hast du Lust, mal was zu kaufen? Ob ich Lust habe, was zu kaufen? Was soll ich denn kaufen? Ich kaufe dir eine Waffe. Von mir aus 5 Euro. 5 Euro eine Waffe? Okay, aber nicht, dass... Okay, ja, komm, machen wir. Ich habe eh gerade Geld dabei, dann passt es sowieso. Deswegen, komm, 5 Euro machen wir. Okay, super. Danke für die 5 Euro. Hier, bitte mit der Waffe. Viel Spaß. Freunde, was ist das? Was habe ich jetzt für eine Waffe gekauft? Was ist das für eine Waffe? Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wo kann ich die am besten mal austesten? Am besten hier hinten bei den Kakteen. Ja, da tue ich auch niemandem weh. Und schießen. Wow! Was ist das denn für eine krasse Waffe? Das ist einfach so eine Laserpistole. Was? Wie krank ist die denn bitte? Guckt euch die mal an. Einfach so ein Laser. Ich kann damit alle Sachen hier... Selbst die Kakteen, die da hinten sind, kann ich hier einfach mal ganz kurz... Ey, okay, der ist auf jeden Fall glitscht. Aber selbst die Kakteen da hinten kann ich einfach alle kaputt schießen. Hier. Warte mal. Meint ihr, ich kann damit auch ein Haus kaputt schießen? Das will ich lieber nicht probieren. Jetzt bin ich gespannt. Was verkauft der Typ noch so? Wenn das hier 5 Euro war, was ist dann zum Beispiel 50 Euro? Ey, pass auf, ey, geile Waffe. Was hast du denn noch so? Sag mal, kann ich noch was bei dir kaufen? Komm, Brenner, Bruder. Ich hab noch, das ist ein bisschen teurer. 100 Euro, hä? 100 Euro direkt? Boah, Freunde, soll ich's machen? Ja oder nein? Lasst ein Like da, wenn ich's machen soll. Und schreibt ja in die Kommentare. Hashtag ja. Ja, komm, machen wir. 100 Euro, hier, bitte. Okay, aber mit der musst du ganz vorsichtig sein, okay? Oh Gott, soll ich dir die wirklich verkaufen? Aber okay, kein Problem, viel Spaß. Okay, super. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Pistole. Was soll das jetzt für eine Waffe sein? Die sieht auch ziemlich, ziemlich krass aus. Ich würde sagen, wir testen es direkt am lebenden Objekt. Alter, die schießt einfach so Laserbälle. Was kann ich hier für krasse Waffen kaufen, sag mal? Das ist ja geisteskrank. Guck mal hier. Bam, bam. Einfach die ganzen Sachen abfeuern. Aber ich sag euch eine Sache, Freunde. Da geht noch mehr. Ist das Haus von meinem Opa? Nee, alles gut. Okay, Opa ist sowieso gerade am Schlafen, ne? Der schläft immer so viel. Nein, der hat gesehen, dass ich die Waffe habe. Bam! Sorry, das tut mir leid. Oh Gott, wir haben jetzt einen umgelegt, Freunde. Wir haben einen umgelegt. Das ist der Nachbar vom Opa gewesen. Günther, wir müssen jetzt aufpassen. Hast du noch eine krassere Waffe? Ich habe Angst, dass die Polizei mich findet mit den Knarren hier. Du willst eine Häuser, ne? Willst du das ganze Geld das geben, oder was? Ich habe noch eine Waffe für 200 Euro. Wenn du willst, kannst du die haben. 200 Euro? Okay, ja, die würde ich nehmen. Nimmst du, ja, okay, gib her das Ding, komm, gib her. Okay, ja, mein kleiner Bruder, Amigo, komm, kein Problem, für dich. Das sieht ja aus wie ein Airport, ja, vielen Dank dafür. Das sieht ja aus wie ein Airport, guck mal. Hier, hä? Oh mein Gott, wie viel Schaden macht das? Das ist wie so, da ist ein Silent, also so ein Suppressor und Schalldämpfer. Okay, warte mal, ich probiere was. Da oben, der hat mich gesehen. Ich habe ihn gekillt. Okay, ich muss alle Villager töten, Freunde. Ich muss alle Villager in diesem Dorf töten. Nicht, dass die hier noch irgendwas herausfinden und der Polizei sagen. Da war noch einer. Oh mein Gott, den habe ich auch. Den da hinten. Na komm. Den habe ich auch. Sehr gut, Alter. Hier sind aber noch mehr Villager. Ich weiß es. Ey, was ist das für eine krasse Waffe? Meint ihr, der hat noch mehr Waffen? Ey, wenn das ist gerade mal hier für 200 Euro. Was glaubt ihr, was der irgendwie für 300 Euro hat oder so? Alter, und ganz so viel Geld habe ich auch nicht mehr. Ich müsste am besten bei Opa kurz ein bisschen Geld schnurren. Okay, Opa, auf jeden Fall vielen Dank für das Geld. Ja, ich kaufe dir davon Milch. Ja, ich gehe gleich einkaufen. Kein Problem. Okay, Freunde. Wir haben auf jeden Fall nochmal gut Geld bekommen von Opa. Jetzt können wir uns wieder coole Sachen kaufen. Ne? Ich soll Milch kaufen und dann drücken wir auf jeden Fall direkt eine dicke Summe in die Hand. Hey, krass.
krasse Waffen, die du hier auf jeden Fall am Start hast. Hast du noch irgendwas krasseres, irgendwie, was ich bei dir kaufen könnte? Amigo, was ist mit dir los? Du denkst auch, dass das Leben ein Wunschkonzert ist, ah? Naja, ich meine, sie haben mir jetzt schon so viel verkauft, ich würde einfach noch was anderes nehmen, was krasseres. Haben sie nichts krasses? Weil ich meine, irgendwie sind die alle gleich. Ah, Amigo, ich verstehe, du willst was krasses, ha? Okay, kein Problem, ich gucke. Uiuiui, ja. Aber 500 Euro dafür, ha? 500 Euro? Na gut, komm, gib her das Teil, komm, gib her. Ja, rein, Bruder, schön ein Geschäft, damit ich das mache. Okay, super, vielen Dank, was ist das denn jetzt für ein Teil? Okay, ich teste das Ganze am besten mal vorsichtig hier vorne aus. Alles gut, ey, was ist das denn? Was ist das für ein Teil? Opas Haus! Nein, Opa, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh Gott, was ist das für eine krasse Waffe? Warte mal, wir probieren mal hier an dem... Was ist das für eine Waffe? Was ist das für eine Waffe? Guck mal, das löst sich alles auf, hier die ganzen Sachen um mich herum. Egal, wo ich hingucke, die Sachen lösen sich auf. Wow! Alter, die Waffe ist so krank, guck mal hier. Selbst hier bei diesem Stall. Alter, was ist das bitte für eine krasse Waffe, Freunde? Oh nein, ich hab das Tier Oh Gott, ich hab das Schwein getötet. Edgar, nein! Ey, wenn der das hat, ne? Warte mal, ich will hier noch mehr Sachen zerstören. Wenn der solche Waffen hat, was hat er denn bitte noch so auf Lager, Alter? Das war bestimmt noch gar nichts. Hä? Warte mal, der Typ ist nicht mehr da. Wo ist der denn jetzt, sag mal? Der ist durchgezogen. Und der hat mich mit diesen Waffen allein gelassen. Ich mache hier so viel Schaden gerade. Um Gottes Willen, nein! Wo könnte der Typ sein? Der kann doch hier nur in dem Tempel sein. Hier schön alles nicht, dass wir hier noch auf die Bodenplatte kommen und die Sachen explodieren hier. Guck mal, da unten, die Druckplatte, Freunde. Guck mal, die Druckplatte. Hoch hier. Alter, wo ist denn der Typ auf einmal? Da ist er! Oh mein Gott! Was ist mit dir los? Was ist los? Oh, Amigo. Nimm alle meine restliche Waffe. Du warst der beste Kunde. Rächt mich. Was ist los mit dir? Wieso stirbst du? Ich kann das Ganze nicht mehr. Ich habe meine Familie hintergangen. Du musst mich rächen, bitte. Okay, aber bei wem soll ich dich rächen? Kannst du mir das erklären? Du musst den Dinosaurier finden. Er ist der Ursprung zu allem. Den Dinosaurier, wo finde ich den? Ey, Freunde, jetzt... Okay, mach's gut. Jetzt hat er mir alle seine Waffen gegeben. Und was denn bitte auch alles? Das hier, was ist das für ein Teil? Wow, der Disruptor! Alter, was ist das für eine krasse Waffe? Okay, was hat er mir noch gegeben? Eine doppelte Minigun. Alter, was hat er für krasse Waffen? Okay, was haben wir hier noch? So ein Katana. Okay, ich feuer damit und kann damit einfach Sachen in zwei Hälften schneiden. Guckt euch an, was das für eine riesige Lücke ist. Was ist das denn? Hä, was ist denn das für eine Waffe? Wow, so ein Lava-Cutter, was? Ist das für eine krasse Waffe? Alter, wie geht die denn ab, bitte? Boah, die geht ja mega ab. Guckt die euch an hier. Die Lava geht runter. Okay, warte mal. Okay, ich glaube, hier lebt jetzt keiner mehr, außer mein Opa. Ich bring dir mal ganz kurz Milch. Wir müssen nämlich den T-Rex finden. Er meinte irgendwas, ich soll ihn rächen beim Dino. Der Dino ist der Ursprung zu allem. Was meint er damit? Hier, guck mal, auch hier drin ist ja noch ein Typ, ne, der Villager. Zack, das war's mit ihm. Opa, ich hab die Milch für dich. Opa? Opa, wo bist du? Mein Opa ist auch weg, ey. Was ist denn hier los? Sag mal, wo sind die denn alle? Freunde, das Auto meines Opas war am Start, aber was ist hier denn jetzt? Der Zugfresser steht da? Der hat hier geparkt, oder was? Anscheinend, hä? Hallo, Mr. Zugfresser. Ich leise dich auch mal ganz kurz weg. Okay, das war's mit ihm. Auch nicht schlecht. Und was ist hier? Ich höre komische Geräusche. Was ist hier? Hä, was sind das denn für Teile? Oh mein Gott, so Zombies! Zombies, um Gottes Willen, weg mit euch! Wieso leben die auf einmal? Was finde ich hier? Oh Gott, jetzt brennen die Zombies ab. Aua, das ist heiß. Wer wohnt hier? Oh Gott, noch ein Zombie! Wer wohnt hier? Wer wohnt hier in diesem Haus drin, sag mal? Mach auf die Tür! Hallo? Hier ist das Klono gewesen. Hier ist niemand. Ey, wir müssen irgendwo diesen komischen T-Rex finden. Ich glaube, das ist die Lösung zu allem, ehrlich gesagt. Aber wo soll ich denn nach dem suchen? Alter, du gruseliger Zugfresser hier, sag mal. Wo soll ich denn nach dem suchen? Ich suche doch hier schon überall. Zwischenzeitlich wieder das Auto gewechselt. So, ich bin jetzt einer riesigen Stadt, Freunde. Und was können wir hier alles machen mit dem Laser? Guckt euch das bitte an. Guckt euch an, wie einfach die Lava sich hier runtergibt. Also ich muss sagen, das ist wirklich die coolste Waffe, die der mir hätte geben können. Die ist ja mal sowas von cool. Hier, einfach so Laser hier überall. Richtig, richtig cool. Kann man direkt richtig viel Sachen kaputt machen und zerstören. Und ich muss sagen, das macht ja am meisten Spaß. Aber den T-Rex müssen wir immer noch irgendwo finden. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo der sein kann. Ne? Hier die ganzen Sachen schön nochmal ablasern. Oh, wieso wackelt der Boden so? Oh Gott, da ist er! Da ist wirklich ein T-Rex. Guck mal! Oh Gott! Nein, er kommt auf mich zu. Weg hier. Du blöder T-Rex, lass mich in Ruhe, bitte. Hau ab hier.
ich mache hier, ich mache Lava auf dem Boden, dann muss er drüber fallen. Und das soll jetzt die Ursprung sein, oder was? Wieso, was ist denn der Ursprung vom T-Rex? Wo will der mich denn hinscheuchen? Sag mal, hau ab da, du blöder T-Rex. Ich mach hier Feuer auf den Boden, Feuer auf den Boden. So, er kann doch nicht rüberlaufen, da kann er nicht... Ja, er bleibt da, ja Gott sei Dank. Wieso soll das denn die Lösung... Er kommt doch, nein! Bleib auf der anderen Seite der Brücke, bitte. T-Rex, ich will dir nicht wehtun, oh mein Gott! Oh mein Gott, er fällt runter, guckt euch an, was passiert hier? Bam! Ich baller ihm doch mal den Kopf ab. Und der hat mich hier in diese Richtung gelockt. Vielleicht hier bei dem Haus. Wer wohnt denn da? Also ich kann mir nur vorstellen, dass da irgendjemand wohnt, der wahrscheinlich den Typen aus der Minecraft-Welt kennt oder so. Hey, wer seid denn ihr beiden? Hey! Oh, hallo, schön dich zu sehen. Ja, schön euch zu sehen. Ich suche einen Typen, oder beziehungsweise kennt ihr jemanden, der wohnt in einer Minecraft-Wüstenwelt und verkauft Waffen? Das ist mein Cousin. Den habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Der darf sich auch hier nicht mehr so blicken lassen. Oder was meinst du, Panda? Okay, also der Panda hört sich ja ein bisschen komisch an. Also bist du der Cousin von ihm, ja? Und wieso, kannst du mir sagen, wieso darf er sich hier nicht mehr blicken lassen? Der Lausebub verkauft Waffen. Waffen, sagst du? Okay, ja, und jetzt, was ist daran schlimm? Ich bin der Einzige, der Waffen verkaufen darf. ganz und gar nicht! Ich bin nämlich ab sofort der Einzige, der Waffen verkaufen darf, Freunde. Anscheinend war das die letzte Ehre, die ich dem anderen erweisen konnte, Freunde. Hier, guckt euch die Waffen an, die ich hier bekommen habe. Ich habe jetzt wirklich alle Waffen aus ganz Teardown. Oh mein Gott, und die kann ich jetzt verkaufen. Jetzt gibt es nur noch einen Einzigen, der hier Waffen verkauft. Guckt euch an, ich kann sogar eine ganze Stadt zerstören. Und so tun, als würde es mich gar nicht jucken. Hier so ein Hochhaus da oben. Ich mache hier alles kaputt, Freunde. Ey, was war bitte die Lava-Waffe für eine krasse Waffe? Ihr habt sie gesehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like und auch ein Abo. Oder was für eine krasse Waffe, wie krass waren die? Schreibt es mir in die Kommentare. Tut mir den Gefallen. Checkt eins von euren Videos aus. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Dann würde ich sagen, bis dann und ciao, ciao.